Willkommen zu The Everyday Princess, Königstöchter im Alltag. Ich bin die Liane und ich habe meine Freundin Anita da heute. Und wir haben gestern ein sehr interessantes Gespräch gehabt. Sie ist auf Besuch bei mir für ein paar Tage und sie ist eigentlich in Österreich geboren, aber wohnt seit sehr lange in Kalifornien. Und ich freue mich, dass sie da ist. Und Anita, magst du erzählen kurz, was du mir gestern erzählt hast über Prinzessin? Well, ich habe deinen YouTube-Channel angeguckt und habe mich erinnert, dass ich, meine Güte, war ich ein kleines Kind, bin ich immer rausgelaufen auf die Wiese und habe mich hingelegt und habe raufgeguckt und habe immer gewünscht, dass ich eine Tochter des Königs wäre und habe ein Schloss gebaut und ich wusste, dass da etwas anderes da ist. Als nur was da ist. Aha. Und hast du was gefunden? Ja. Was hast du gefunden, Anita? Erzähl uns. Ich habe den Gott gefunden. Ich habe Gott gefunden, ich habe Jesus gefunden. Und ich habe rausgefunden, dass ich eine Prinzessin bin. Dass ich die Prinzessin, die Tochter des Königs des Königs. Aha. Und wie bist du Prinzessin geworden? Ich habe ein Gespräch gehabt mit ihm, so wie ja, du. Ja, und ich habe jetzt reden. Ja, genau okay. So. Mhm. Und er hat mir, ich habe gesagt, ich möchte deine Tochter sein. Mhm. Und ich habe die Bibel gelesen und habe auch verschiedene Verse gelesen. Und einer war im 5. Mose 10, 17. Und es sagt, der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der große Gott und mächtig. Hey. Und, wunderbares Vers. Ja, und dann habe ich gewusst, ich bin die Tochter. Ich habe ihn akzeptiert. Ich weiß, dass Jesus mich liebt. Ich weiß, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Ja. Und ich weiß, dass er auferstanden ist. Und das macht mich eine Prinzessin. Ja. Und hast du ein anderes Gespräch mit Gott gehabt, das du uns vielleicht erzählen könntest? Ja, vor ungefähr 4 Jahren haben wir eine Familienkrise gehabt. Und ich war böse, ganz böse vom Herrgott. Und habe ihm auch alles erzählt, so wie ich dir erzähle, aber ein bisschen böse. Mehr, viel böser. Und ich habe ihm alles gesagt. Und dann hat er auf einmal was leise und er sagt zu mir, Anita, ich liebe dich. Und ich sage, er liebt mich. Und ich wusste, dass er wird die Krise machen. Ich brauche mich da nicht kümmern. Ich weiß, dass er mich liebt. So schön. Ja, es ist so schön, dass Gottes Geist in uns ist. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann schenkt er uns seinen Geist und er erinnert uns an Wahrheiten und hilft uns und lehrt uns, das zu verarbeiten, aber auch anzunehmen, dass es wahr ist und zu vertrauen. Und das ist ein wunderschönes Bild von Gottes Arbeit in deinem Herz. Ja. Und dass du seine Liebe so annehmen könntest und vertrauen könntest, das ist sehr schön. Danke, danke fürs Mitteilen, danke für dein offenes Herz. Und das ist alles für heute. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Und nicht vergessen, wenn es dir eine Freude gemacht hat, kannst du gern klicken. Und wenn du eine Erinnerung brauchst, kannst du dich anmelden und auf diese kleine Glocke tasten, dann bekommst du eine Erinnerung, dass jeden Dienstag gibt es ein neues Video von The Everyday Princess, Königstöchter im Alltag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!